So, hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Let's Play Minecraft Multiplayer Battlecraft. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt mal wieder auf diesem Server spielen kann. Der war nämlich jetzt, ach, ich weiß gar nicht wie lange, vielleicht schon ein paar Tage down. Wegen ein paar Problemen und so weiter. Ich möchte jetzt nicht unbedingt alles erklären, ist mir zu aufwendig. Ja, aber natürlich hat sich seit der letzten Aufnahme hier einiges getan. Und um erstmal einen besseren Überblick zu verschaffen, ändere ich mal meinen Game Mode. Weil ich bin Moderator. Und dadurch kann ich das. Aber so. Kann ich einfach mal die Stadt von oben zeigen. So. Dort, das kennt ja jeder, ist der Spawn. Das war auch schon da. Hier. Das hier ist jetzt mein Haus. Fliege ich mal gerade hin. So. Da habe ich natürlich auch ein bisschen weitergebaut. Ja, ist jetzt ein bisschen größer und, naja, protziger könnte man auch sagen. So, ich weiß noch nicht ganz, was ich hier in die Räume reinmachen soll. Zurzeit habe ich vor allem das Problem, dass hier auf dem Dach immer Creeper und sowas spawnen. Naja, hier, da ist mein Aufzug. Habe ich auch nochmal verkleidet. Mit freundlicher Mithilfe der Admins. Ja, das ist das Haus von Batavus. Hier, das ist Factories Burg. Die ist auch recht groß. Ja, das hier ist. Irgendwie ist gerade in Mode, Burgen zu bauen. Die Burg von COTP. Ja, und uns steht auch, dass es eine Creative Welt gibt. Die ist da drin. Leider habe ich da keine Baurechte, warum auch immer. Pflanzender Mops. Mag ich nicht. Er krummelt mir gerade so laut in mein Mikro. Mein Mikro in meinen Kopfhörern. In meinen Kopfhörer, genau. In meine Kopfhörer. Irgendwie kann ich heute gar nichts vernünftig sagen. Weiß auch nicht wieso. Jedenfalls würde ich sagen, der Server ist jetzt wieder vollkommen voll erreichbar wie immer. Die Website ist jetzt auch wieder on. Natürlich schön. Ja, ich muss ja aufpassen, dass ich hier nicht alles zertrümmere. Aber ach, wo ich schon mal dabei bin, baue ich. Hab sie nicht mehr alle. So wie ich hier rede. Zeige ich euch mal die Creative Welt. Hier spawnt man. Dann gibt es hier. Ja, ich habe keine Rechte zum Bauen, ist ja auch wunderbar. Hier so kann man dann rumfliegen und sowas. Man hat hier den Creative Mode. Ziemlich alles zur Verfügung. Da ich keine Rechte zum Bauen habe, konnte ich das auch noch nicht austesten. Aber, naja. Ach so, und ich glaube, also ich jedenfalls komme hier nur mit slash spawn raus. Und dann spawn ich beim ersten Mal immer hier unten, dann wieder hier oben. Auch lustig. Wieso ist mein Game Mode gewechselt? Muss ich ja was essen, das wäre schlimm. So, und jetzt wollte ich euch doch glatt noch was anderes zeigen. Ja. Ich habe mir nämlich einen kleinen Tempel gebaut hier hinten. Tempel des Orkinus. Hey. So, hier mit kleinem Garten. Natürlich springe ich als erstes rein. Ha, habe ich auch wieder gut gemacht. So, das hier ist mein kleiner Tempel. Hier oben mit so einem Rundgang. Ja, ist einfach gehalten. Ich will hier noch so ein paar Geheimgänge rein basteln. Irgendwie so, dass hier dann so der Brunnen sich öffnet oder sowas. Das wäre schon cool. Ja, aber das ist erstmal nur, ja, Träumerei. Ach, da drin pflanzen die. Ach so, ich bin schon gewundert. Ja. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich doch hier gleich mal weiter. Hier hinten, das hier, direkt mein Nachbar, ist das Haus von Prolo LP. Hat die Tür gesichert? Ich hoffe mal nicht. Nee, hat er nicht. Gut. So, dann kann ich das hier mal kurz zeigen. Hier, nett gemacht. Übrigens, ich habe seine Einverständniserklärung, sonst dürfte ich das nicht machen. Ja, hier unten ist
so ein Feld hier, wo er Zuckerrohr anbaut, ist gerade was gewachsen. Hier ist Getreide, Melonen. Nett gemacht. Ja, war ja klar. Dann geht's hier hoch. Hier Baumfarm. Ich muss sagen, das ist gelungen. So. Ich weiß, ich bin hier gerade. Ich bin nicht ganz voll da. Ich bin auch eher schlapp, so vom Gefühl her. Ziemlich fette Erkältung, leider. Ja, aber dann kann ich doch nochmal meine Inneneinrichtung zeigen. Deshalb nicht wundern, wenn ich so ein bisschen durcheinander bin. Ach, da war gar der nächste Beweis. Ja, hier meine Bücherei. Ach, und noch ein Problem habe ich. Ich weiß nicht, wie laut ich reden muss, damit man mich klar und deutlich versteht. Weil ich irgendwie zu selten aufnehme. Ich nehme auf, dann. Ja, und dann nehme ich 2 Wochen lang nicht mehr auf. Dann muss ich mich jedes Mal wieder komplett neu dran gewöhnen und aufs Feedback warten. Also ich habe jetzt schon mehrmals gesagt bekommen, dass ich ein bisschen im Verhältnis leise rede. Also mir selber ist das noch nicht aufgefallen. Vielleicht sind auch einfach die Minecraft-Geräusche zu laut. Moment. Naja, 22% ist nicht wirklich zu laut. Hier über den Fußboden habe ich mir ein bisschen, habe ich mich ein bisschen gequält hier. Ich konnte mich nicht mit mir selbst einig werden, was ich hier baue. Da steht's auch. Der Server ist wieder online für 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Schon bombastisch. Hier die Bibliothek. Ja. Ich würde sagen, damit wäre erstmal so das gezeigt, was es hier jetzt neu zu zeigen gibt. Aber das, der Hauptinhalt dieses Videos ist ja eigentlich, dass der Server wieder on ist. Da freue ich mich echt ziemlich drüber. Wenn man das jetzt nicht an meiner Stimme merkt. Aber, naja. Und ich würde sagen, mit dem schönen Blick von Factories Turm. Verdammt. Gut, dass ich den Game Mode drin habe. So. Hier mit dem wunderschönen Blick hier verabschiede ich mich. Ach, warte mal, das sieht doch so schön aus. Kann vielleicht mal für ein Screenshot oder so verwenden. Na egal. Tschüssi.